Willkommen zurück. Wir sind beim Wirtschaftsfachwirt beim Fach Recht und Steuern. Hier ist nochmal der Überblick. Recht und Steuern. Steuern sind die Grundstrukturen laut Rahmenstoffplan verlangt und bei Recht gehört dazu das BGB mit seinen 5 Büchern, im Wesentlichen aber die ersten 3, das Arbeitsrecht, das Gesellschaftsrecht, das Wettbewerbsrecht und das Handelsrecht. Und genau da sind wir jetzt im Handelsrecht. Und das Handelsrecht wiederum, da werden im Wesentlichen diese Punkte hier angesprochen. Vielleicht sollte man noch eine Sache hier ergänzen, nämlich den Aspekt Kaufmann, eigentlich Teil der kaufmännischen Erstausbildung, aber ausschließen kann man das nicht, ne? Also Kaufmann, Kaufmannseigenschaft. Also, zum Handelsrecht gehören die wesentlichen Punkte Prokura, Kaufmannseigenschaft habe ich jetzt noch hier mit aufgenommen, Firma, das Grundbuch, wobei hier nicht so besonders viel zu sagen ist, und das Handelsregister. Und das ist jetzt unser Punkt, das Handelsregister. Wir gehen also weiter ins Detail. Im Rahmen des Handelsregisters haben wir bereits besprochen, es gibt die Abteilungen A und B, A für Personen und B für Kapitalgesellschaften. Die Wirkung des Handelsregisters kann einmal sein deklaratorisch, das heißt etwas, was schon als Rechtstatsache da ist, wird nur bekannt gegeben. Man kann auch sagen, etwas ist rechtsbekundend, zum Beispiel die Tatsache, dass jemand Prokura bekommen hat. Oder das Handelsregister kann auch rechtsbegründend wirken, man nennt es auch konstitutiv. Das ist zum Beispiel die Gründung einer GmbH. Die GmbH wird GmbH durch die Eintragung. Dann haben wir uns unterhalten über, um die GmbH hier zu nehmen, was ist von der GmbH einzutragen, der Firmenname, der Firmenzweck, der Ort der Niederlassung, die Prokuraerteilung, die Geschäftsführer mit ihrer Vertretungsberechtigung, das Stammkapital und dann natürlich im Folgenden Sonderfälle, wie zum Beispiel Insolvenz und Firmenlöschung. Ja, auch das nehmen wir mal in Klammern auf. Insolvenz, also wenn zum Beispiel ein Insolvenzverfahren eröffnet ist und Firmenlöschung, das ist nicht das, was die GmbH, die sich gerade gegründet hat, will, aber was passieren kann und das wird dann eben auch eingetragen. Na, dann sehen wir das hier in Klammern. So, jetzt haben wir noch 2 wesentliche Punkte zu klären. Und da fragt man auch gerne nach dem Unterschied zwischen Handelsregister und Grundbuch. Grundbuch hatte ich gerade auch kurz erwähnt, also der Zugriff. Oder man könnte auch sagen, die Einsichtsmöglichkeit. Wer darf schauen, was im Handelsregister steht? Und die Antwort lautet, jeder. Ja, jeder. Jeder darf in das Handelsregister schauen, jeder, und zwar ohne irgendeinen Nachweis. Was könnte das für ein Nachweis sein? Zum Beispiel Nachweis eines berechtigten Interesses. Das ist hier nicht, ich wiederhole, nicht erforderlich. Und hier fragt der Prüfer gern nach dem Unterschied zum Grundbuch. Wenn Sie ins Grundbuch schauen möchten, dann brauchen Sie ein berechtigtes Interesse. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die per se ein berechtigtes Interesse haben, wie zum Beispiel Immobilienmakler. Ja, die haben natürlich ein berechtigtes Interesse, wenn sie eine bestimmte Immobilie verkaufen wollen, dann haben sie natürlich ein Recht einzusehen, was da los ist. Und die kennen die Leute beim Grundbuch auch und die Leute, die beim Grundbuch sitzen, kennen die Makler, weil die eben öfters kommen. Aber beim Handelsregister ist das anders. Da darf jeder, ohne dass er irgendwas nachweisen muss, darf hier Einsicht nehmen. So, und der letzte Punkt, den wir hier zu besprechen haben, ist der Punkt öffentlicher Glaube. Da sagt der Prüfer, sagen Sie mal, haben Sie schon mal den Spruch gehört, das Handelsregister genießt öffentlichen Glauben? Was heißt denn das? So, dann sind Sie wieder dran. Der Prüfer wirft Ihnen einen Ball hin und Sie sollen jetzt ein bisschen mit dem Ball spielen. Vielleicht auch mit 2 Bällen ein bisschen jonglieren oder mit 3 gar. Das ist das Spiel bei der mündlichen Prüfung. Sie kriegen ein Stichwort
und sollten, bezogen auf dieses Stichwort, sich ein bisschen entfalten. Ja, und da gibt es in der Regel auch keine vorbereiteten Fragen, sondern da entwickelt sich ein Prüfungsgespräch. Ja, es kann also sein, dass der Prüfer von hier überschwenkt zum Grundbuch und von Ihnen wissen wollte den Unterschied, was die Einsichtsmöglichkeiten angeht. Oder es kann sein, dass er jetzt hierhin geht, sondern öffentlicher Glaube. So, öffentlicher Glaube. Da gibt es eine sogenannte positive Publizität und eine negative Publizität. Publizität heißt Öffentlichkeit. Einmal positiv, einmal negativ. Was heißt das? Eine positive Publizität oder die positive Publizität des Handelsregisters heißt, was dort steht, gilt. Was dort steht, gilt. Ja, positiv bedeutet, ja, das steht so als Tatsache. Ja, was dort steht, gilt. Na, so kann man es in Kurzform sagen. Und was ist dann die negative Publizität? Was dort nicht steht, gilt nicht. Beziehungsweise muss man nicht gegen sich gelten lassen. Was kann das sein in der Praxis? Zum Beispiel die Löschung einer Prokura. Ja, Prokura ist ja eine einzutragende Tatsache. So, jetzt steht da jemand als Prokurist und der agiert auch noch so, aber in Wahrheit ist ihm die Prokura entzogen worden. Das geht nämlich genauso leicht wie Prokura erteilen, kann man auch Prokura entziehen. Das Handelsregister hat ja keine rechtsbegründende Wirkung, sondern nur erklärende Wirkung. Jetzt ist die Tatsache noch nicht eingetragen. Einmal, weil das Unternehmen es vielleicht noch nicht angemeldet hat oder es hat es angemeldet, aber es ist noch nicht eingetragen. Es steht da also nicht. Die Löschung der Prokura steht da nicht. So, wenn das dort aber auch nicht steht, dann braucht man das auch nicht gegen sich gelten zu lassen. Wenn also jemand, ein anderes Unternehmen mit jemandem zu tun hat, der als Prokurist auftritt und die Löschung dieser Prokura ist nicht eingetragen, dann darf die andere Seite darauf vertrauen, dass er Prokurist ist. Und jetzt kommt die wichtige Ausnahme. Die Voraussetzung, dass das hier so funktioniert, die Voraussetzung ist Gutgläubigkeit. Ja, was ist Gutgläubigkeit? Gutgläubigkeit ist Ahnungslosigkeit. Sie vertrauen einfach. Ja? Sie vertrauen darauf, dass Herr Müller, der da als Prokurist steht, auch Prokurist ist. So, und es steht nämlich so da und die Löschung ist nicht eingetragen. Was dort nicht steht, nämlich die Löschung, gilt auch nicht. Solange sie gutgläubig sind. Solange sie zum Beispiel nicht aus anderer Quelle erfahren haben, dass Herr Müller eben nicht mehr Prokurist ist. Deswegen Profiunternehmen, die Prokura entziehen, teilen das ihren Geschäftspartnern mit. In dem Moment, wo die Geschäftspartner das bekommen als Information, sind sie natürlich nicht mehr gutgläubig, denn sie wissen es ja jetzt besser. Ja? Also das ist die Voraussetzung für den öffentlichen Glauben. Was dort steht, gilt, nennt man positive Publizität. Was dort nicht steht, gilt nicht, nennt man negative Publizität. Aber das gilt eben nur, wenn der, der es liest, keine anderen, besseren, der Wahrheit eher entsprechenderen Informationen hat. Also mit einem Wort, Gutgläubigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass das auch so funktioniert. So, das sind die wesentlichen Dinge zum Handelsregister. Ja? Alles Gute, Marius Ebert. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.